Soll ich mal schnell diese Feldbeförderung einlösen? Ja, ich glaube, das soll ich. Vielen Dank. So, du möchtest lernen, Klugscheißer. Da sind wir bald auf 10. Cool. Und dann, ich bin noch mal ganz kurz. Geht's weiter. Ich hoffe, man hört nicht, dass gerade einer der Nachbarn im Treppenhaus Staub saugt. Das wäre, aber ich höre es so ein bisschen im Hintergrund. Keine Ahnung warum. Lass das scheiß Treppenhaus doch dreckig sein. Mir doch Latte. Naja, wird schon wissen, was er oder sie tut. Oh, was haben wir denn da? Ritter irgendwas. Ich gucke erstmal hier oben rum. Oh, ein Toaster. Siehst du, den hätte ich sonst glatt übersehen. Hallo, Onkel Toaster. Reparier. Reparier. Galileos Teleskop. Immer her damit. Teleskop esse ich sehr gerne. Ach, und hier ist dann die Basis von den bösen Terrorpriestern. Da hätte ich ja jetzt schon Lust, die alle in kleine Häppchen zu schießen. Die Frage ist, muss ich erst freundlich sein, damit die mich reinlassen? Vermutlich ja. Mein Glückwunsch, Anwärter. Ihr habt die Prüfung des Samson überlebt. Ja, so sieht's wohl aus. Guten Tag. Ritter Captain Indomitablines Garza. Ich bin sicher, das spricht man anders aus, aber ich wüsste nicht wie. Jetzt bleibt nur noch die letzte Herausforderung. Dies ist das Tor der Bastion. Es steht für den Sieg des Roten Samson, der sein Leben gab, damit seine Gemeinde das Observatorium erreichen und die Bastion des Glaubens gründen konnte. Um zu passieren, müsst ihr jedem von uns die King James Bibel nehmen, die wir am Leib tragen. Um das zu schaffen, müsst ihr uns im Kampf besiegen. Aber bitte denkt daran, falls ihr uns weiter attackiert, nachdem wir uns ergeben haben, wird sich das Tor der Station nicht öffnen und ihr werdet mit der Prüfung nicht fortfahren können. Okay, also, ich muss sie zwar besiegen, aber bis sie aufgeben. Und dann öffnet sich das Tor. Seid ihr bereit, uns herauszufordern? Ja, natürlich. Also, ich muss sie besiegen, aber darf sie nicht töten. So ungefähr heißt das wahrscheinlich. Feuer frei. Na, reicht dir das noch nicht? Nee, anscheinend nicht. Onkel Todesstrahl, wer will den abkriegen? Du. Das hat gesessen. So macht das Laune. Au! Hör auf, ich schieß gleich zurück. Autsch. Fetzt. So, den Hocken triffst du besser. Halt, wir ergeben uns. Ihr habt gewonnen. Kommt und nehmt eure Belohnung im Empfang. Gerne. Beim Barte der Samson-Anwärter. Das war ein mitreißender Kampf. Ich danke und segne euch. Hier sind eure Bibeln. Mögen sie euch in den kommenden Jahren Mut und Trost spenden. Ihr dürft nun das Tor mit dem Kontrollkasten zu meiner Rechten öffnen. Ihr dürft anschließend durch das Tor gehen und die Bastion des Glaubens betreten. Im Inneren findet ihr die heilige Dreifaltigkeit. Die Kirchen Ekstatiker, die Kirchen Milz und die Mahnwächter. Bitte seht euch in Ruhe um, stellt eure Fragen und tretet anschließend einer von ihnen bei. Oder allen drei. Aber das wäre blasphemisch. Ich akzeptiere. Öffne das Tor. Und dann werde ich da drin alle umbringen, die ich sehen kann. Es wird ihnen nicht gefallen, aber mir schon. Oh, wie lange habe ich darauf gewartet? So, jetzt gehen sie rein. Ah, natürlich geht das Tor gleich wieder zu. So, und jetzt kann ich schön Amok laufen, würde ich sagen. Oder? Was haltet ihr davon? Oh, eine Meson-Kanone. Die,
Frage ist, wo fange ich an? Will ich überhaupt erst mit denen reden oder will ich gleich... Oh, eine Statue. Da will ich erstmal Punkte einheimsen. Also mein Gefühl sagt mir, dass ich einfach alle niederschießen soll, ohne Rücksicht auf Verluste. Und das mache ich jetzt einfach mal, weil diese Typen sind echt widerlich. Passt auf, Abschaum. Und ihr seid alle solche komischen Priester. Büßer? Louis irgendwas? Noch ein Büßer? Und eine Büßerin? Ekstatischer Ritter. Tschüss. Voll weggeschmolzen. Ich bin hergekommen, um diese Miliz auszurotten. Und genau das werde ich jetzt auch tun. Beziehungsweise du erstmal nicht, weil du zu nah dran standest. Aber du, guck mal, kannst du voll wegfahren. Naja, fast. Ja, komm ruhig her. Ich habe genug Munition für euch alle. Jedenfalls hoffe ich das. Verdammte Gottesmiliz. Mann, wie lange habe ich darauf gewartet, den jetzt mal richtig den Arsch aufzureißen? Was für ein Spaß. Und tschüss. Oh, die armen Büßer. Guck mal, die sind auf meiner Seite, fällt mir gerade auf. Oh, Mesonkanone. Wird aufgeladen. Mesonkanone, Ziel erfasst. Das ist nicht so gut. Also überhaupt nicht gut. Also kein Stück gut. Du gehst mal hier so näher ran. Aua, Vorsicht. Da sind ein paar Teile abgefallen. Schlecht für ihn. Na, triffst du den? Bam! Die zerfallen immer so schön. Geben sich richtig Mühe. So, gehen wir hier hin mit dem Vorschlaghammer. Kommen wir alle auf die Mesonkanone. Immer feste Druck. Ja, ja, ich weiß, die lädt immer noch auf. Das ist problematisch für den guten Mann, der anvisiert wird, würde ich sagen. Von hier? Nee, auch nicht. Dann lauf mal hier hin. Von da siehst du sie auf jeden Fall. Und dann gehen wir da in Deckung. So, Todesstrahl. Der wird doch wohl ein bisschen Schaden anrichten. Oh ja. Und zwar ganz gut. Und noch ein paar mit dem Hammer drauf. Ich hoffe, die schießen auch nicht sofort gleich die Mesonkanone. Denn das könnte unglücklich ausgehen für den guten Mann. Oh, sie lädt noch auf. Ah, in einer Runde kann ich sie noch zerstören, glaube ich. Das dürfte ich schaffen. Der Todesstrahl fetzt. Yes! Geschafft! Sehr gut! So, was habt ihr so? Schmutziges Glasfragment. Erste-Hilfe-Ausrüstung, immer her damit. Eine Octotron-Klinge, natürlich, klar. Nochmal Erste-Hilfe. Und Weihrauch. Und ihr Luis Bermudez, wer bist du eigentlich? Der will gar nicht mit mir reden. Ihr habt uns getötet? Ich hab dich dir gar nichts getan. Ihr habt uns alle getötet. Diese Büßer. Ich meine, wenn die nicht... Die quasi nicht auf der Seite der... Oh, abgeschlossen. Auf der Seite der Gottesmiliz kämpfen,
Dann sind die ja quasi fast auf meiner Seite. Sind das hier Gefangene oder wie soll ich das verstehen? Ich bin mir da nicht so 100% sicher. Die 10 Gebote von King James. So, was seid ihr denn hier so überladen? Das tut doch nicht Not jetzt. Möchtest du nicht irgendwas... Hier, die Beutel mit Katzenstreu, die kannst du mal Scotchmo geben. Warum steppe ich die überhaupt noch mit mir rum? Viel zu schwer, der Scheiß. So, und das gehen wir dahin. Jetzt ist Scotchmo überladen. Man kann sich das auch immer nicht aussuchen. So, jetzt geht's aber wieder, ne? Feldbeförderung. Und dann wird gleich weitergeschossen. Oh, warte. Ich wollte nicht da drauf, sondern auf den Typen klicken. Jochen Kraut, du wurdest befördert und lernst Arschloch Stufe 10. Bam. Und ja, dann gibt's Scharfschützen und Waffenschmieden als nächstes. So. Hallo, ist hier noch jemand? Ich hätte Lust, noch ein bisschen mehr rumzuballern. Ah, guck mal da. Maggie, Stranger. Eine junge Frau in einem Büßergewand steht vor einer Hütte mit dem Schild, auf dem steht Samsons Imbiss. Sie hält ihren Blick gesenkt. Ihr seid die Desert Rangers, stimmt? Die Priester haben eure Sendung oft gehört. Wir denken, ihr seid wie sie, aber das seid ihr nicht, oder? Ihr seid die wirklich guten Jungs. Das seid ihr doch, oder? Oder seid ihr hier, um zu konvertieren? Werdet ihr euch der Miliz anschließen? Nein, ich werde sie alle umbringen. Ich hab's doch gewusst. Rangers sind nicht dumm genug, um auf die Lügen gegen eines Predigers hereinzufallen. Nicht so wie ich. Ihr seid wegen irgendetwas anderem hier. Das kann ich förmlich riechen. Ich meine, nein, nein. Ich werde es niemals sagen. Euer Geheimnis ist bei mir sicher. Ranger, das willkommen, das verspreche ich. Und falls ihr Informationen benötigt, lasst es mich wissen. Man bekommt eine Menge mit, wenn man hier Burger serviert. Aber, was auch immer ihr tut, könntet ihr mir zur Flucht verhelfen, wenn ihr weiterzieht? Ich möchte so gerne wieder nach Hause zurück. Kann ja nicht reden, zu viele Ohren. Trefft mich später hinter dem Laden, da ist es etwas privater. Ja, wenn die mir ein paar Tipps geben kann, hole ich mir die natürlich gerne ein. Ja, sie wandert hinter das Haus. Da hätte ich auch gleich hinterher gehen können. Da seid ihr, Ranger. Ich hatte schon befürchtet, dass ihr ohne mich abhauen würdet. Eine junge Frau in einem Büßer, ja, genau. Puh, wo waren wir? Was wollt ihr wissen? Du hast Informationen über die Bastion? Über wen wollt ihr was wissen? Die Kirchenmilz, die Mahnwächter, die Ekstatiker, die Paladine? Oder über ihren großen Honcho, Evangelisten Mayweather? Die haben alle Dreck am Stecken und ich kenne den meisten Dreck. Wieso, Moment. So, erzähl mir was von den Militanten der Kirchen. Erst schießen, dann reden. Das ist das Credo der Streiter der Kirche. In die James-King-Bibel steht geschrieben, von uns werde erwartet, die Verlorenen zu retten und nur diejenigen zu töten, die böse aus Vorsatz seien. Aber Retribution Jones und seine Jungs scheren sich einen Teufel darum, auch nur irgendjemanden zu retten. Sie töten, weil sie das Töten lieben und am liebsten wäre es ihnen, wenn Mayweather zur Seite treten und sie gewähren lassen würde. Erzähl mir doch von den Ekstatikern der Kirche. Mayweathers Gotteshaustiere, wie die Jahrmarktschreier vor dem Zirkus, reden über die Kirche, als wäre sie das Beste der Welt. Hab mich direkt eingesogen, so viel ist klar. Dann war ich drin und ich habe gesehen, dass es nichts als eine Horde von Lustmolchen mit Pappflügeln und Heiligscheinen aus Aluminium sind. Erzähl mir von den Mahnwächtern. Mayweathers Spione und Informanten, geführt vom Beichtvater Himmelfahrt McDade. Himmelfahrt, der wird noch früh genug gehen, Himmelfahren. Die machen mir Angst, alle. Verstecken sich im Schatten, belauschen unsere Unterhaltungen, bringen Leute weg zur Beichte und man sieht diese Leute nie wieder. Ich riskiere einen Besuch bei ihnen nur, weil ich mit euch spreche. Dieser Ort macht mich fertig. Was könnt ihr mir über die Paladine sagen? Angeblich sind es die Leibwächter von Mayweather, aber so wie ich die Sache sehe, sind sie seine Saufkumpanen. Die ganze Bande ist nicht ganz dicht, aber ihr Captain Sanctity White ist der Schlimmste davon. Alle 2 Wochen verschwinden sie für ein Führungsseminar. Aber ich wasche ihre Klamotten, wenn sie zurückkommen. Die Sachen stinken nach Bier und Parfüm. Sie saufen sich durch jeden Tropfen Alkohol, den sie konfiszieren. Na super. Was weißt du über Malediction Mayweather? Mayweather? Das ist der Schlimmste. So schmierig, der muss sich keine Butter mehr aufs Brot streichen. Wenn er an Gott glaubt, trinke ich den Fettabscheider leer. Wenn der überhaupt an was glaubt, dann an Macht. Krallt sich daran fest wie ein Vielfraß. Aber wer weiß, vielleicht überfrisst er sich ja irgendwann. Es heißt, er und seine Paladine saufen und huren rum, aber für diese Geschichten gibt's keinen Beweis, leider. Da hält er den Deckel drauf. Ich selbst habe nie was gesehen. Hm.
Ich sag euch was, wenn ihr ihn fertig machen wollt, dann redet mal mit seiner Frau. Arme Fealty. Ein blaues Auge pro Woche. Wenn ich sie wäre, würde ich den Kerl mit Freuden ans Messer liefern. Kennt ihr Retribution Jones? Er ist ein wahrhaft Gläubiger, das gestehe ich ihm zu. Er ist tatsächlich davon überzeugt, das Werk Gottes zu verrichten. Aber der einzige Aspekt, den er sehen kann, ist das Töten. In seiner Wahrnehmung verdient es jeder, der nicht schon Mitglied der Kirche ist, zu sterben. Und er möchte der Mann mit dem Finger am Abzug sein. Er hat keine Verwendung für Mayweather oder McDade. Beide sind in seinen Augen Schwächlinge. Kennt ihr Himmelfahrt McDade? Noch vor ein paar Monaten hätte ich gesagt, McDade ist ein wahrhaft Gläubiger, genau wie Jones. Doch dann passierte etwas. Ich weiß nicht genau was, aber plötzlich war er eingeschnappt, als hätte jemand seinen Hund umgebracht. Es ist nicht so, als wäre er vorher ein Sonnenschein gewesen. Ich würde fast sagen, er will die Kirche verlassen, aber das ist nur eine Vermutung. Was kannst du mir sonst noch über die drei Kirchen erzählen? Die vertragen sich einfach nicht, fallen sich dauernd gegenseitig in den Rücken. Jeder Anführer will über die Bastion herrschen und keiner will sich dem anderen unterordnen. Ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit, bevor sich die ganze Sache zuspitzt. Kennt ihr White? Ich kenne Kerle wie ihn von zu Hause. Typen mit ein bisschen Macht, die sie allen unter die Nase reiben wollen. Ich wäre gern dabei, wenn er das Zeug ohne seine Waffen und Rüstung ausprobiert. Denn er wird im Untergang geweiht sein, das garantiere ich euch. Dieses ständige Saufen und Rumgehure hinter verschlossenen Türen. Eines Tages wird ihm in der Öffentlichkeit ein Fehler unterlaufen und Mayweather wird ihm aus dem Verkehr ziehen müssen, damit er sein Gesicht bewahren kann. Dann werden wir den echten Sanctity White kennenlernen. Bei der Menge an Alkohol, die er trinken müsste, sein aufgespießter Kopf wochenlang frisch bleiben. Okay. Was weißt du über Fealty Mayweather? Ein wahrer Schatz, hübsch wie ein Engel und innerlich wie äußerlich einfach nur goldig. Mayweather bekam sie vor ungefähr einem Jahr in die Pfoten. Sie wäre die Frau eines anderen Mannes, eines Paladins mit dem Namen Sims. Aber er wurde auf einer Patrouille erschossen und Mayweather stürzte sich auf sie wie ein Rotschwanzbussard. Seitdem war Fieldys Leben die reinste Qual. Dennoch versucht sie eine gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Das ist so traurig. Kennt ihr Fieldy? Ein wahrer Schatz. Du wiederholst dich. Was weißt du über Sims? Als das passierte, war ich noch nicht hier, aber ich habe gehört, Sims wurde von den Kirchenstreitern zu den Paladinen befördert und hat auf seiner ersten Patrouille von Plünderern erschießen lassen. Hat sich. Vielen Leuten kam das damals verdächtig vor, vor allem nachdem sich Mayweather Fealty so schnell gekrallt hat. Aber naja, er ist der Evangelist. Wer wird da wohl was sagen? Ihr wollt jemanden dazu befragen? Versucht es mit Paladin Captain White. Nicht, dass der Fiesling euch eine klare Antwort geben würde. Aber er war derjenige, der Sims nach Hause getragen hat, nachdem er starb. Vielleicht hat er ihn auch umgebracht. Wo können wir Alkohol finden? Ihr wollt was zum Saufen? Na dann, ich würde zu dieser Zeit keinen trinken, aber wenn es das ist, was ihr wollt, einige der Büßerbengel haben einen Geheimvorrat irgendwo in der Bastei versteckt. Die sind nicht gerade die hellsten Leuchten, daher wird die Suche nicht sehr schwierig werden. Wieso willst du eigentlich fliehen? Ich kam vor einigen Monaten hier. Ich habe einen Priester sprechen gehört, als der Kreuzzug der Miliz durch meine Stadt kam. Ich dachte, das Evangelium des Samson wäre genau das, was die Welt bräuchte, und ich entschied mich danach, nach Hollywood zu kommen, um einzutreten. Ist schon okay, du kannst uns alles sagen. Wir sind hier, um zu helfen. Was ist passiert, als du beigetreten bist? Aber es ist nicht so, wie ich es erwartet hatte. Die Kirchenleute interessieren sich nicht für gut und böse. Sie legen einfach jeden um, der etwas hat, was sie haben wollen. Und sie sind keine gottesfürchtigen Männer. Die Hälfte von ihnen sind Ehebrecher oder Schlimmeres. Ich habe mich gewehrt, als sie es mit mir versuchten. Und sie haben mich eine Sünderin genannt, haben mich gezwungen, diese Lumpen zu tragen, die Böden zu wischen und Burger zu servieren. Ich wollte weglaufen, aber von hier läuft niemand weg. Die Monster in den Hügeln. Sie fressen jeden, der zu fliehen versucht. Ich wollte euch so sehr bitten, mich auf der Stelle von hier wegzubringen. Aber ich kann nicht einfach abhauen und die anderen im Stich lassen. Ich mache euch einen Vorschlag, Ranger. Findet einen Weg, alle Büßer hier rauszuholen, dann komme ich auch mit. Aber bis dahin werde ich hier bleiben. Sonst könnte ich nicht damit leben. Was sagt ihr? Ja. Ich versuche gern, alle rauszuholen, die raus wollen. Kein Problem. Danke, befreit die anderen und ich werde gleich bei ihnen sein. Woher kommst du eigentlich? Ich komme aus Pacoima. Damals dachte ich, das sei das gottverlassenste Drecksloch auf der ganzen Welt. Ha, ich wusste gar nicht, was gottverlassen bedeutet, bis ich der Miliz beigetreten bin. Was meinst du eigentlich mit Kreuzzug? Die pistolenpreisenden Priester durchforsten die ansässigen Dörfer, um Büßer ausfindig zu machen. Das ist deren freundlicher Name für Sklaven. Und erzähl uns doch mal etwas über Pacoima.
Es liegt im Tal von San Fernando. Es ist quasi das Paradies. Da gibt es viele zerstörte Autos, die man plündern kann. Große Häuser, die man besetzen kann. In vielen alten Restaurants kann man noch Dosennahrung finden. Gott, ich weiß nicht, warum ich abgehauen bin. Sowas Blödes. Ich würde alles geben für ein kleines Andenken an zu Hause. Es ist nicht viel, aber wir haben diesen alten Busfahrplan gefunden. Eine Route nach Pacoima, willst du ihn haben? Oh, Ranger, schluchzt. Es tut mir leid. Es ist nur, ich vermisse es so sehr. Danke, danke schön. Bitte nehmt dieses Weihrauchfass als Zeichen meines Dankes. Ich hoffe, ich werde es ohnehin nicht länger brauchen. Auf Wiedersehen. Na, da einmal klare Worte gehört über die Milz Gottes, sind alles nur Arschlöcher. Als ob das nicht vorher schon offensichtlich war.